Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Vendor für Timo. Wir sehen jetzt bei Titanfall M101 zwischen Tivus LP. Ja, und für Later 99. Den haben wir in-game, sag ich mal, jetzt aufgegriffen. Und der macht jetzt einen 101. Ja, ihr findet die, hier den Kanal, also die Kanäle der beiden Personen in der Beschreibung. Falls ihr euch auch deren Videos mal angucken wollt. Ja, und wie ich jetzt sagen, wir gucken uns das jetzt ein bisschen an. Ja, und steht jetzt schon 2-0 für Phil Later 99. Der hier mit einer PSG Red Dragon. Wie, wir gucken mal bei ihm. Jetzt kommt die AWM Camo. Und ja, es ist schön gemacht, schön gemacht. Oh, er hat eben 14 EBR. Ich hoffe, das hat keine Auswirkung auf das Spiel, dass ich das jetzt hier alles vorsage, welche Waffen die haben, aber naja. Und damit M14 EBR. Ja, das wird schon noch werden, ist ja. Und ja, schön. Hoffe ich mal alle. Ich kann zwar auch M14 EBR nehmen können, also ich könnte sie nehmen, aber ich muss mich mit AK einspielen, weil ich werde demnächst mir eine AK Knife holen und spiele ich mich damit erstmal ein. Ah, hier ist ja schon 3-4, du hast nicht mehr so viele Leben, 15 HP gegen 100, aber ich denke, das wird trotzdem schon werden. Ja. Und ne, schade, kein Wallbang, aber im Sprung und dann gestorben. Das war echt geil. Ich kann jetzt leider den Chat nicht sehen. Gucken wir mal hier ein bisschen bei Phil Later. Der hat jetzt hier noch schnell weggewechselt. Ja, AK Camo gegen M14 EBR. Ich brauche auch noch die M14 EBR. Ja, wegen dem Ribbon, ne? Und Dagger. Oh, fuck! Oh mein Gott! Hab ich gar nicht gehört. Ja, ich wollte eigentlich gerade ansagen, dass er da durchgeht für die Zuschauer, aber das wäre nicht unfair gewesen. Ja, 4-5 steht jetzt hier. Es geht bis 40. Ich hoffe, das Match wird euch nicht langweilen, aber das denke ich nicht. Solche Videos werden wir jetzt in Zukunft auch noch öfter machen, also so 1-1s. Okay, er kommt. Ja, dafür braucht man ein Headset. Haben wir den 14 EW aufgenommen. Wow, der war nicht schlecht. Beide mit der hier Snow Grenade. Beide Weihnachtscrates gemacht. Na, alle drei hier sogar. Ich habe ja auch welche gemacht. Ich war ja gerade nicht gerade sehr erfolgreich. Da kommt Snow Grenade. Oh, da war sie. Ja. Sauer. War zwar gesprayt, aber nein, das kam mit der AK ziemlich gut, also zum Kopfsprayen. Ja, viel later wieder mit der M14 EBR. Wen guckst du eigentlich zu? Ich wechsle immer. Okay. Ich wechsle immer ein bisschen. Ah, der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Steht 8-7, liegst in Führung, das ist gut. Na, eigentlich hätte ich 9, weil ich bin ja einmal gestorben. Na stimmt, ach, am Anfang, ja. Ach, dann, du bist ja runtergesprungen, stimmt. Genau. Ah, das ist ein unfairer Kampf, ja. Und mit dem 14 EBR. Und okay. du bleibst bei der AWM Camo. Das, oh. War das Unscope oder? Das war, weiß ich nicht, also. Oh, nicht das schlecht, war, denke ich, also No Scope. Ja, als Spectator kann man das ja nicht immer so gut sehen. Ist mir vorhin schon mal aufgefallen. Oh, nicht schlecht. Jetzt gibt's ein paar auf die Omme. Und schon wieder. Gucken, wie das bei ihm aussieht. Er kommt jetzt mit der PSG Red Dragon an. Und schießt da, naja. Ah, oh, nicht schlecht. Ja. Schön hier, Double Jump. Oh. Oh fuck, Alter, der hat eine viel schnellere Sniper als ich. Oh, der scheint sich damit hier dann relativ gut zurechtzukommen. Chris hat er auch. Duel Desert Eagle. Ja. Ich versuche mit der Anaconda. Oh, nicht schlecht. Ich liebe Anaconda. Ja, ich habe sie auch. Auch, aber naja, irgendwie kann ich damit nicht ganz so gut umgehen mit der Desert Eagle. Oh, mehr Granate. Das war, ich denke, eher Glück war das. Und? Oh, jetzt nehme ich auch wieder eine normale Waffe. Ja.
Die M14. Oh, und 14 EVX Miss und die Baby Grenade, sag ich, nenne ich sie immer. Oh, nicht schlecht. M14 EBR Battle, habe ich so das Gefühl. Sau. Jo. M14 EBR Battle. Oh, ich dachte, oh, nur noch 5 HP. Der hat nur noch 5 HP. Ja, und es hat gerade gestealt. Als es deine M14 EBX ist. Naja, das ging ja relativ schnell hier mit der Diegel. Ich bin gar nicht gewohnt, mit der Diegel zu spielen, der normalen. Da die so langsam ist. Ah, nice Wallshot. Naja, das ist ja einfach. Die braucht ja nur 3 Schüsse. Ja, stimmt, weil M14 EBR hast du auch ein Review von gemacht. Da erfährt man das ja alles. Ist bei der XM8 genauso. Ist bei der XM8 genauso, dass sie auch nur 3 bis 4 Schüsse braucht. Mhm. Eben halt zieht den gleichen Damage, als wenn sie nicht durch eine Kiste schießen würde. Okay. Ah, schön gemacht. Ja, 18-15 ist ein relativ ausgeglichenes Match, würde ich hier sagen. Na, mal gucken, ob wir hier, vielleicht bekommen wir ja noch härtere Brocken. Ich weiß nicht, ob ich auch ein 1-on-1 machen würde, weil... Ja. Naja, ich bin halt, also würde sagen, würde ich sagen, ein Tick schlechter. Als hier, als beide hier im Spiel. Weil ich auch noch sehr viel mit Minecraft zu tun habe, also Videos und so weiter. Also ich spiele eigentlich am Tag eigentlich relativ wenig Crossfire. Oh, wird jetzt mal von der Diegel. Alter. Der Diegel Battle. Duel gegen normal. Und der war schon nicht schlecht, der war nicht schlecht. Ah, oh, jetzt mit einem Doppel. Der hat nur noch 7 HP, der hat nur noch 7 HP. Genau. Übrigens Leute, falls ihr zu deren Kanälen kommen wollt, hier da links, wo mal die Leben angezeigt werden, links und rechts, wenn ihr da draufklickt, kommt ihr übrigens zu den Kanälen, habe ich da verlinkt, per Anmerkung, also. Ja, schaut unbedingt mal vorbei, besonders bei Tibus LP. Und bei Benjo Fitimo. Der kann natürlich, wie ihr euch gerade befindet. Oh. Sagt er so Lacker, ey. 23-17. Ja. Und dann hätte ich abgezogen. Spray. Und es wird geschrieben. Oh. Oh. Nee, es wird nicht geschrieben. Also, ich dachte Chatkill, aber nee. Schön gediegelt. Also meine sieht besser aus. Das tut sie. Ist auch mehr wert, die Xmas Crates sind ja auch hier teurer. Zum Glück habe ich davon 2, ey. Ja. Komm her! Ach, wo wir gerade bei dem Thema sind, Leute, falls ihr Benjo Fitimo bzw. T-Wurst LP unterstützen wollt, könnt ihr gerne am Valentinstag uns ein paar Waffen hier schenken. Gibt ein dickes Dankeschön Video auf YouTube. Ja. Ihr könnt uns auch hier, ich sag mal. Oder Ja, wir tauschen auch oder gerne. Was? Wir tauschen auch gerne. Nee, mein Account tausche ich nicht, ey. Nee, ist nicht Account, sondern Waffen. Achso, wenn diese Aktion natürlich nur ja, geht. Ja, genau, das stimmt, falls sie überhaupt stattfindet. Wie funktioniert. Also, oder ihr unterstützt uns, indem ihr auf YouTube oder auf sonstige... dass ich so angespannt bin, sonst bin ich immer so entspannt, weißt du? Mhm. Und hier gerade bin ich auch nicht so entspannt. Angespannt, meinte ich. Und beim Kumpel, da schwitzt meine Hand, ey. Weil da braucht man echt Skill, um den zu besiegen. Der spielt gar nicht so oft CF, CV oder wollte ich gerade was auch immer sagen. Mhm. Aber na schön, also der ist echt gut. Noch schon spann ich auf alle. So, das ist die letzte, machst du noch. Warte, will der mich verarschen? Okay, den zieh ich ab. Yeah. Ja, Tivos gewinnt. Ich denke mal eindeutig.
Hast viel gesehen. Hast du schon auf die Endaufnahme gedrückt oder so, die Taste? Bin nur krank, Schnupfen, alles, ja. Hast viel Glück, glaub mir, ich denk mal. Ja, Leute, das waren jetzt hier die, ich sag mal, die Stimmen dazu. Was will der denn jetzt hier? Naja, unable to join. Ich glaub, den kenne ich. Ja, der ist in meiner Freundschaftsliste. Okay. Naja, ich würde sagen, Leute, das war's jetzt auch von uns. Bis zum nächsten Und Video. haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir Waffen, also Waffen brauchen für Reviews? Ne, haben wir noch nicht erwähnt. Okay, dann sag ich das mal. Leute, an alle Crossfire-Spieler, die das gerade sehen, ich werde das wahrscheinlich auch noch in meinen Videos weiter erwähnen oder in den Let's Play besser noch, werde ich erwähnen, dass wir brauchen Waffen. Also Black Market Waffen, Coupons, GP Crate sowie ZP Crate. Brauchen wir sämtliche Crate-Waffen, weil wir haben die nicht alle und brauchen ja Reviews für unsere Kanäle. Und wir wären euch dankbar, wenn ihr uns in YouTube anschreiben würdet. Also nicht so in die Kommentare. Beschreibung. Wo geht das hin? Also nicht in die Kommentare, sondern hier, am besten per persönliche Nachricht. Genau, persönliche Nachricht. Schreibt uns einfach nur die ID und das Passwort auf. Denn das ist echt bei uns sicher. Wir brauchen einfach nur eure Waffen, um Reviews zu machen. Wäre echt nett. Wir würden denn euch gegen abonnieren sozusagen. Und ja, das war's von mir. Ja, Leute, bis zum nächsten Video. Tschüss.